Nein, dieser landwirtschaftlich strukturierte Gebäude. Ja, es gibt in Nahen etwas Einzigartiges und das liegt in seiner Geschichte. Sehr viel prähistorisches Potenzial vorhanden in Nahen auf jeden Fall. Und Au war dann der größte Umschlagplatz für Holz in der Monarchie. Das Besondere an Nahen ist, dass es einfach an der Donau liegt. Also sie haben auch gewusst, wie es mit den Hochwässern umgehen müssen, so bitter was trotzdem waren. Die Betriebe haben völlig spezialisiert und sind aber größer geworden und die Arbeitskräfte sind aber weniger geworden am Betrieb. Also das Gastgewerbe hat sich schon stark, also in unserem Betrieb stark verändert.